Vorderhaupt. Tut nichts. Gut. Doch, die Welt wurde geladen und Donald hat geredet, das ist gekommen. Das hast du jetzt für Donny aufgenommen, scheiße. Doch, es läuft. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts 3 SK Sonic X89 und. Keanu, hi. Im letzten Part haben wir Meister Xehanort besiegt und heute kommen wir zu den weiteren Aufgaben und zwar zu den sogenannten Kampfportale. Dahin ist es. Das erste Kampfportal befindet sich hier. Es gibt insgesamt 13 Kampfportale plus noch ein weiteres, das dann freigeschaltet wird, sobald man die erste. Kampftor 2? Moment. Das ist Kampftor 1 laut der Seite. Das erste Kampftor findet ihr im Olymp, wenn ihr euch direkt zum letzten Bereichspunkt Himmelsspitze teleportiert und hinter Zeus in den Ab. Die haben das falsch. Ach, die sind so dumm, die haben die Reihenfolge falsch gemacht. Ja, Die haben super. Kampftor 2 zum ersten Kampftor gemacht und Kampftor 1 zum zweiten. Du musst in den ersten Bereich von den Wolkendingens vom Olymp. Ja. Das sieht man, Wow. es vertraut niemals einem Guide, der von nicht von euch selbst erstellt wurde. So, Gipfel. Nee, Korridor, Korridor, oder? Gipfel, da wären wir schneller beim Eingang. Moment, lass mich jetzt nochmal kurz gucken. Kosmischer Gurke im Olymp landet am Gipfel und schreitet durch das hell erleuchtete Tor. Mitten auf den runden Platz findet ihr euer Ziel. Also doch Gipfel. Aber danach scheinen sie die Reihenfolge zu haben. Wenn ich die Screenshots, die ich sehe, sind die Zahlenreihenfolge. Ist die Zahlenreihenfolge richtig? Am Anfang des Projektes hattest du, glaube ich, mal gemeint gehabt, dass viele Leute den Critical Mode abgebrochen haben, weil es denen zu schwer war. Am Anfang fand ich ihn wirklich schwer, aber sobald man sich dran gewöhnt hat, an die ganzen Mechaniken, war das eigentlich ein Kinderspiel irgendwie. So, ich wechsle jetzt wieder von High Potion auf Erde, weil die Elixiere, die brauchen wir dann später für das allerletzte Kampfportal, also für die Nummer 14. Und für die Aha. vorherigen ist das nur Verschwendung. Da hätte man auch in den anderen Bereich gehen können. Was schreiben die denn da? Geht zum Gipfel. So ein Bullshit. Deswegen vertraut nie auf einen Guide, den ihr nicht selbst geschrieben habt. Oder aufgenommen. Oder aufgenommen. Also dieser Guide, der ist 100% genauer. So, da vorne ist Und das hier. erste. Bei dieser Fackelsäule. Hoffen wir doch mal. Ja, Ja, Kampfstufe es ist 1 das und an den Erste. Stern könnt ihr erkennen, wessen Kampfstufe es ist. Von Kampfstufe 1 bis 3 1 einfach, 2 mittel und 3 schwer. Und wir nehmen die Kampftore auch immer nach den Welten, die derjenige gespielt hat. Sollte es zu einer Situation kommen, in der die Kampfbohrer doch zu schwierig sind, so, da kann man das immer noch. Yo! Oh, man hat die gesamte Horde ausgelöscht. Natürlich. Und man kann die Kampfportale super nutzen, um zu leveln. Ah. Alter. Ja, also mit Ultima seid ihr da gut beraten. So, nächste. Boah, der hätte dir fast eine mitgegeben. Level 53, Magie und FP gestiegen. Oh, ich glaube, das sind jetzt noch die letzten. Go.
Oh, die Ultima-Form nehmen wir jetzt mal für das nächste Portal mit und du bist raus. Feuerknöpfe, hört die Magie und das FP-Maximum geringfügig. Und geheimer Bericht Nummer 1. Ich weiß dann, wann die wieder vorkommen. Mhm. Hat mal ein bisschen bevorzugt, ein bisschen vorher, weil wegen DLCs. Hajo. Was soll dann, sollen auch neue Episoden vorkommen. Und auch neue Bosse. Zudem gibt's auch in der ersten Episode neues Schlüsselschwert. Da ist ein DLC viel mehr. Nochmal sorry für den kurzen Cut, das ist gerade leider ein bisschen blöd gelaufen mit dem Timing meiner Eltern und so wegen Essen, aber jetzt bin ich ja wieder da und können uns dem zweiten der bisherigen 13 Kampfportale widmen. Ja, endlich mal dem zweiten. Und das hat jetzt schon Kampfstufe 2. Oh Gott, ich bekomme gerade einen Schluck auf. Ich höre es. Ach oh, du geil. Scheiben. Raketentanz. Kommst du gerade zur rechten Zeit, Donald? Zwei Riesen. Ach, da kann ich ja fast kaum angreifen. Schauen, wie viel der Energiekreis macht im Damage. Wie ich sehe, hast du auch dein Finale bei Ultima gar nicht mehr. Das wurde anscheinend nicht mit übernommen. Okay, dann wissen wir das schon mal. Oh nein, jetzt hat er seine Rüstung. Der andere auch. Scheiße, das hat nichts gebracht. Du warst nicht nah genug bei denen. Das hat schon ein bisschen was gebracht. Da. Dafür hat mir wenigstens noch Weg gerade durch die Nahrung. Mhm. Das kam gerade zur richtigen Zeit. Alter. Oh, da ist ein Grüner. Das ist jetzt weg. Ja. Wenn ich sie voneinander trennen kann, ist gut. Nein. Ah, shit. Ich muss sie halt beide voneinander trennen, dann geht's. Mhm. Weil wenn sie zusammen sind, dann sind sie tödlich. Vor allem, wenn einer anfängt, genau das zu machen. Mhm. Der andere hat grün. Ja. So, damit ich das Piratenschiff kriege. Machen wir halt einen Windschritt. Mit dem sein Schild wegnehmen. Finale. So, der eine ist tot, der andere lebt noch. Und der hat sein Schild auch nicht mehr. Gott. Sehr gut. Sei Dank. Kannst du einen Heldenwurf machen? Erstmal Finale und dann Heldenwurf.
und tschüss. Sehr gut. Also wenn es eine ist, ist es okay, aber gleich zwei. Alter Schwede. Und das haben wir in den kosmischen Gurt Plus. Und den Geheimbericht Nummer 2. Fuck, ich hab versehentlich die Liste weggemacht. So, wo ist sie da? Dann Twilight Town. Gut. Dann sehen wir uns dann gleich in Twilight Town wieder. Es folgt jetzt dann auch wieder ein kurzer Schnitt, bis wir beim Kampfportal sind. Denn es gibt jetzt auch noch einen kleinen Wechsel, denn das Kampfportal geht jetzt an Keanu über. Also dann bis gleich. Boah, der Kuchen sieht so gut aus, ey. Ja, so voll lecker. Frag mich nur, was mit dem passiert ist. Ach. Da hat Sora zwischenzeitlich drauf gesessen. So wie Hagrid auf dem Kuchen von Harry. Ja, und mit diesem Stichwort sind wir jetzt wieder zurück in der Nähe des Kopfportals. Nummer 3. Und das erinnere ich mich auf jeden Fall noch besonders. Kampfstufe 2, das wird da auf jeden Fall auch nicht so einfach. Also wir müssen wahrscheinlich mit Nahrung spielen. Wenn die bei Stufe 2 schon so übertreiben. Man darf aber nicht mit seinem Essen spielen. So, diesmal haben wir eine Niemandsarmee. Wir hatten. Es gibt hier noch Fokuskugeln zurück. Vielleicht wäre es beteilen. Wir hatten wir haben keine Kuponnuss. Stimmt, das haben wir voll vergessen. Ich wollte mich gerade heilen, ey. Dürfen wir dann gleich eine kaufen? Scheiße, ich habe mich jetzt zu sicher gefühlt. Ich dachte, ich kann noch ein bisschen spielen, bevor ich mich heile. Weil ja, wir haben Kuponus. Nee. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass auf jeden Fall die zwei Elixiere auch weg sind. Ja, weil der nach dem Kampf gespeichert wurde. Hm. Der Flaggenstand und so. Der Kaiser. Das Ding. Ich hätte gerne einen anderen gewollt. Warum bekomme ich den, ey? Wir haben auch so rein. Ach du Kacke. Wo ist er? Ach, du lebst ja noch. So, jetzt kommen wir zur letzten Armee und die haben jetzt auch noch einen besonderen Niemand da. Einen Beschwörer. Was wie krass. Gehabt. Alter, wie gehe ich mit dem um? Mach mal Goofy Bob, da bist du wenigstens die eine Verwandlung wieder los. Ja, meine Frage war ernst gemeint, wie gehe ich mit dem um? Vielleicht ein bisschen mit Ultima spammen, also mit dem Multifokus, weil ich glaube, solange die roten Teile bei sich hat, sollte man ihn auf jeden Fall nicht direkt angreifen. Ach scheiße, das reicht nicht mal. Solange er blaue hat, dann ist er nicht im Angriffsmodus. Dann hat man noch gute Chance, ihn zu attackieren. Aber sobald im roten ist, sollte man eher darauf konzentrieren, dem auszuweichen.
Das reicht immer noch nicht. Müssen wir halt da mit dem Magischwert zum Not noch ein setzen, um vielleicht eben wenigstens ein paar Lebenspunkte zu absorbieren. Wenn es doch nötig wäre. Okay, ist blau. Ja, das habe ich gesehen. Bei dem auf jeden Fall, solange er rot ist, lieber nicht angreifen, wenn er blau ist, dann könnt ihr richtig rein. Und ich habe ihn ja mit dem Dunstkristall. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Gegner, der einen Dunstkristall droppt. Vielleicht können wir jetzt damit sogar etwas schmieden. Das weiß ich nicht. Wir müssen ja eher zum Magriladen wegen einer Kupo-Münze. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Das ist nämlich da, wo das Kampftor 4 ist. Und zwar in der Spielzeugkiste. Also es folgt wieder ein weiterer Cut, weil wir schneiden jetzt halt das alles bis zurück, damit der Part nicht zu langweilig für euch wird. Und ihr kennt ja die Welten schon, wie sie in etwa ist. Also bis gleich. Jo. Solche Goofy, die niemand zur Wache machen. Kannst du. Weil dann, glaub, dann ist er gegen niemanden sehr effektiv. Da fehlen uns Luna und Arcade-Kristalle. Da müssen wir wieder Energiekristalle farmen. Das habe ich. Die Sachen für Ultima, die habe ich alle innerhalb von vielleicht 10, 15 Minuten in San Francisco gemacht. Da reicht es, wenn man alles killt. Da bekommt man so viel Zeug. Das hat mich voll gewundert. Ich dachte, das wäre so schwer. Nein, ist es nicht. Ausrüstung. Nicht Donald, sondern Goofy. Nur die Wasserresistenz geht ein bisschen runter, ansonsten. Passt das. Und Hyperheilung, da geht es halt noch schneller wieder zurück. Sehr gut. Wir gucken einfach mal. Er hat nichts. Herr Hyperheilung hat er ja so oder so schon. Ja, aber jetzt hat er sie aufgestapelt, dann ist er noch viel schneller da. Sehr gut. Booty und Bass kriegen sowieso nie Neues. Ich guck trotzdem, weil es mir Spaß macht. Lass mich. So, wir sind wieder zurück vor Kampfportal Nummer 4. Hier in der Spielzeugwelt. Und das ist jetzt wieder mal eine Kampfstufe 1. Das Kampfportal befindet sich ganz am Ende, da wo das schwarze Loch war. Das in die Dimension geführt hat, in dem der Endboss der Spielzeugkiste war. Wow. Da habe ich die Kamera gerade so verrissen. Das hat das gerade sehr viel Fokuszeit gekostet. Oder man kriegt sie doch wieder zurück. Wieso kam das jetzt nicht her? Ach doch, jetzt kam's. I don't understand das Spiel. Du sprichst halt kein Kingdom Heartsisch, oder? Ja. Scheiße, ich hab nicht wirklich viel erwischt. Warum geht das nicht weg, ey? Okay. Also das mit Level 60 müssen wir fast keine Sorgen machen. Und deines kannst du sagen, die Kampfportale eignet sich auf jeden Fall fürs Hochleveln sehr praktisch gut. Und es gibt ein Kampfportal, an dem könnt ihr sehr gut auf 99 leveln. Das zeigen wir auch noch, denke ich. Ich weiß ja, welches Kampfportal das ist. Alles, was einfach dazu braucht, würde das dann halt eben Ultima und dann die halt mit Multifokus arbeiten. Yeah.
So. So, viertes Portal erledigt. Und ein Final Elixier. Geheimbericht Nummer 4. So, das nächste. Das ist unten. Alles klar. Welche Welt? Das ist immer noch Spielzeugkiste. Das ist am Eingang von Galaxy Bla hier. Mhm. Und dann bist du wieder dran in Corona. Okay. Ja, wir let's go ja schon. Bereich war Galaxy. Ba, 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 ba. Ich hab die Musik so häufig während des Levels gehört, ey. Mhm. Ich bin immer hier hingegangen zum Leveln mit dem lila Roboter mit seiner Dreiecks-Ulti-Attacke. Kann man so viel Flächenschaden machen. Und sehr viele Gegner werden dadurch gewonnen. Eigentlich alle, bis auf die Adobam. Das ist so nice. Und dann noch mit Essen. Wow. Ja. So, sehr geil. Mit der Stufe 2. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir einen Äther wegnehmen und einen Fokustrank reinsetzen, den wir auffüllen. Stimmt, wenn was. Fuck you! Okay, haben wir irgendwo einen Roboter? Nein. Nein, sieht nicht so aus. Also wir dürfen ohne Roboter gegen die kämpfen, also Spiel entwickeln. Scheiße. Was soll ich jetzt? Also die ziehen auf jeden Fall darauf ab, dass man sein reinstes Kampf können unter Beweis stellt. Scheiße, voll reingerannt. Weil ohne Roboter sind fies. Alter Schwede. Ist ja gerade durchgereicht. Was? Also das ist übertrieben. Okay, ist Master gesehen. Nord. Seine multiplen Attacken, die kann man wenigstens noch abwehren ein bisschen, aber die... Meine Fresse, die... Sie haben mich lieb. Ja. Nein, jetzt... Oh. Ach so, wenn sie dann wieder die Ziele wechseln, dann ist es auch noch blöd. Aha. Jetzt wirklich in der Deck kein Kampfroboter. Nein. Ey. Hörst du auf, jetzt mit diesem Laser zu spammen? Ach scheiße, ich hab noch vergessen, den Shortcut zu machen. Reicht das gar nicht mehr? Alter! Ah, jetzt auf einmal doch wieder. Ein paar wenige Leben noch. 3, 4. Ich sehe nur 3, 4. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, es ist einer weniger. Der hat fast keinen Schaden genommen. Der hintere.
Da doch noch ein bisschen was. So, da ist das jetzt der letzte. Hoffe ich mal. Heilen. Ja, ja, schon klar. Danke, Vikra, dass du immer genau dann kommst, wenn wir dich nicht mehr brauchen. Okay, jetzt doch. Ich hab nichts gesagt. Was? Nein! Das jetzt übertreibt es endgültig! Heilige! Makrele, die bleiben hier! Haben die noch drei Balken. Ah. Nein. Kampfroboter her, danke. Das ist wenigstens ein bisschen fairer. Ersatzroboter hat mit auf der Nebenseite. Noch ein weiterer. Aha. So, ich will meinen Main-Roboter. Der lilane. Boah, geh weg. Okay. Ein Kampfportal bringen wir wahrscheinlich noch durch und dann müssen wir mit dem Part mal beendet. Beenden. Holy shit! Wobei ich jetzt gerade schon merke, wir sind eigentlich schon fast. Ja gut, wenn das jetzt ein Stufe 2 Portal ist, dann sollten wir lieber vorher beenden. Ich glaube, ich beende den Part lieber, weil wir müssen mal ein bisschen umrüsten. Also, das nächste Kampfportal wäre in Corona und ich bin dann wieder an der Reihe. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, wenn die Kampfportale noch weiter an Schwierigkeitsstufen ansteigen, dann Halleluja. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Alter.
das war jetzt wirklich hardcore übertrieben.